ist nicht das, wonach es aussieht. Psst, lass mich das machen. Komm her, Violetta. Es ist so, wir täuschen das nur vor wegen Andres. Was? Er ist da vorne im Flur. Ja, warte kurz, lass mich das erklären. Verstehe ich nicht. Ja, hör zu, wir wollen, dass er denkt, dass sie und ich zusammen sind. Er will nämlich nicht locker lassen. Naja, Andres steht auf Hauster, verstehst du? Darum geht es hier. Ehrlich? Ja, genau, und wir wollen nicht, dass er sich falsche Hoffnungen macht. Sie ist mir aber leid, oder? Ja. Ja, ja, aber seid ihr euch sicher? Es tut mir so leid, dass ich dich in diese Situation gebracht habe. Wenn du willst, können wir auch sofort mit den Lügen aufhören. Wir können ja unmöglich Andres die Wahrheit sagen. Ja, genau. Sobald Andres sieht, dass ich und Fauster zusammen sind, wird er sie vergessen. Also, Fauster, ist nicht falsch. Bist du dir ganz sicher, Dick? Ja, todsicher. Danke, ehrlich. Schon gut. Dass du unser Geheimnis nicht verrätst. Das mache ich gern. Es ist gut zu wissen, dass wir dir vertrauen können. Ja. Na schön. Gut, gehen wir? Ja, ja. Gehen wir. Gut. Ja. Dann müssen wir Händchen halten. Ja, Händchen halten. Ja, das ist, Na gut. Ja. Nein, Marotti, ich kann doch nicht einfach das Studio verlassen. Na gut, dann kannst du einfach nicht exklusiv bei Yumix unter Vertrag stehen. Hören Sie, Marotti, ich wollte schon immer ein Star werden und weiß, dass ich das schon bin. Jetzt bieten Sie mir die einmalige Gelegenheit, das allen zu beweisen, also läuft es diesmal anders. Ich bin der neue Star von Yumix. Super, das wollte ich hören. So langsam verstehen wir uns. Na schön, na schön. Als allererstes musst du für mich eine Liste erstellen. Mit all deinen Kompositionen, so kann ich eine Vorauswahl treffen. Das wäre wichtig. Meine Komposition? Ja, deine Komposition. Sag jetzt nicht, dass dieser Song, den du mir gezeigt hast, der einzige ist. Das kann nicht sein. Nicht bei deinem Talent. Ich wette, du hast noch tausende solcher Songs für mich auf Lager. Gut, dann mach dich mal an die Arbeit. Ich werde dann mal gehen. Hier, ich lasse dir diesen Saft da. Ich habe nur 25% davon getrunken, also kannst du die restlichen 75 zahlen. Ciao. Oh, was für eine Freude, was für ein Glück, Schwager. Oh, was für ein Glück, Jade. Wir haben es geschafft. Na schön, ich werde heute noch das Telegramm verschicken. Wie bitte? Na, wir sind doch jetzt verschwägert. Du willst doch nicht, dass ich als dein Chauffeur arbeite. Genau, Matti. Er wird die Feier organisieren und wir gehen los und kaufen dir ein Hochzeitskleid. Du organisierst dann die ganze Feier, das Catering, den Saal. Was hältst du von einem riesen Feuerwerk? Matti, ich muss dich kurz unterbrechen. Feuerwerk. Könntest du mich kurz mit Jade alleine lassen? Ich möchte gern meine zukünftige Frau umarmen. Ach, das ist wirklich rührend, aber dafür werdet ihr noch genug Zeit haben. Also, wir gehen jetzt dein Kleid kaufen. Ich weiß auch schon welches. Oh, dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Auf geht's. Ich nehme sie schnell mit, denn man weiß nie, ob sie später bereut. Danke. Ich weiß nicht, Fran. Ich fand es einfach seltsam zu sehen, wie du Diego umarmst. Und seltsam heißt gut oder schlecht? Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Seitdem das mit Fauster und Roxy losgegangen ist, hast du ziemlich oft lügen müssen. Und ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Das ist unangenehm für dich, das weiß ich. Ja. Velo, wenn wir schon bei Lügen sind, ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich ehrlich zu dir bin. Diese Geschichte mit Fauster und Roxy ist bald vorbei. Dann hört es auf mit den Lügen, das verspreche ich. Oh, ja, das wäre schön. Das schwöre ich dir. Du bist die beste Freundin, die es gibt. Nein, das bin ich nicht. Doch, das bist du. Ganz ehrlich, Violetta, da ist was, das ich dir sagen muss. Was? Also ich hab was für euch, seht her! Jetzt trinken wir das hier und du erzählst uns mit allen Details, was Leon gesagt hat. Er hat gesagt, dass er verwirrt ist. So wie es damals bei mir und Thomas war. Er kann sich also nicht zwischen Roxy und mir entscheiden. Gut, aber das ist nicht das Gleiche. Du und Roxy, ihr seid dieselbe Person. Ich kann nicht verstehen, wieso dich das so belastet. Du meintest ja, du empfindest rein gar nichts für Leon. Nein, darum geht das nicht. Mich stört, dass er nicht ehrlich zu mir war. Warte. Was ist das? War er nicht ehrlich zu dir oder zu Roxy? Zu mir. Violetta, gib's zu, du willst doch sauer auf Leon sein, Nein, oder? Das will ich nicht. Nein, doch. Wie kommst du darauf? Sag doch nicht sowas, Fran. Na gut, warte mal. Ich weiß, wie du es schaffst, nicht mehr sauer auf Leon zu sein. Du musst ihn auf die Probe stellen. Es el amor lo que arrancó el dolor. Es mi valor, la fuerza, el corazón. Lo que cambió y estoy mejor, estoy mejor, estoy mejor por ti, por mí. Das war richtig gut, Diego. Das hat mir gefallen. Schön, dass es dir gefällt. Ich hoffe, mein Vater sieht es auch so, denn morgen werde ich es ihm vorspielen. Na klar wird ihm das gefallen. Ganz sicher, gut. Diego. Vielen Dank, Andres. Diego, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Na klar, was ist es denn? Naja, du bist jetzt Gregorius' neuer Assistent und da hast du doch sicher Zugang zu den Kontaktdaten aller Schüler, nehme ich an. Also, ich hätte gern Fausters E-Mail-Adresse. Nein, die kann ich nicht rausgeben, Andres. Ja, ich weiß, das ist verboten, aber... Ich will nicht ihre Handynummer, gut, oder? Gut, und deswegen willst du ihre E-Mail-Adresse? Naja, eine E-Mail-Adresse könnte ich auch so kriegen. Es könnte ja sein, dass irgendeiner der anderen Schüler sie mir gegeben hat. Das wäre doch möglich.
Kannst du sie mir besorgen? Nein, 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 das werde ich nicht tun. Wenn du ihre E-Mail-Adresse willst, frag sie. Wir beide werden vor Olga singen. Sind Sie bereit? Ha, ich bin bereit. Du hast dich schon entschieden, mich aufzugeben. Und Roxy hat nichts damit zu tun.